Also, wir wurden auf die Kreisstraße Richtung Eschelbach alarmiert zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand. Auf der Anfahrt wurde schon bekannt gegeben, dass es sich um ein Elektrofahrzeug handelt. Allerdings keine Rauchentwicklung mehr sichtbar war. Wir sind angefahren, haben das Fahrzeug kontrolliert mittels Wärmebildkamera, konnten vorab keine Wärmeentwicklung feststellen. Wir sichern jetzt noch die Unfallstelle ab, warten auf den Abschleppdienst und werden dann wieder einrücken. Im Endeffekt kennt man die Situation aus einschlägigen Fachzeitschriften. Ist jetzt für uns das erste Elektrofahrzeug. Dadurch, dass es in keiner Bebauung war und keine Person in unmittelbarer Gefahr war, ist es für uns klar was Neues, aber nichts, was uns irgendwo in große Sorge versetzt. Genaueres kann ich nicht sagen, ist Ermittlungssache der Polizei. Für uns geht es darum, dass es Elektrofahrzeug ist, momentan keine Gefahr davon ausgeht. Wie schon erwähnt, wir warten jetzt auf den Abschleppdienst und gucke, ob sich da noch irgendwas ergibt, und wenn der das Fahrzeug mitnimmt, ist für uns der Einsatz auch beendet.